Jazz ist Musik für alle Zeiten. Konzerte von Musikerinnen, die solche Musikmeisterschaft spielen, geben dem Publikum gute Laune, wie zuletzt auch in Kasachstan zu sehen war. Erstmals seit Beginn der Pandemie startete in Almaty wieder das internationale Jazzfestival zum insgesamt 19. Mal. Berühmte Bands traten von Musikhabern und Kennern auf. Das Goethe-Institut Kasachstan und das internationale Jazzfestival mit Tagir Jaribov haben ein gemeinsames Projekt präsentiert. Es trat eine der besten modernen Jazzbands Deutschlands auf, das Matthias Lindemeyer Trio. Ich bin der Matthias Lindemeyer, ein Trompeter aus München. Ich bin hier mit meinem Trio, mit Philipp Schiepek an der Akustikgitarre und Simon Popp an den Percussions. Wir spielen seit ungefähr einem Jahr zusammen. Matthias Lindemeyer hat sich über die letzten Jahre einen Namen in der deutschen Jazzszene gemacht. Im Trio mit Gitarrist Philipp Schiepek und Drummer Simon Popp schenkt Matthias Lindemeyer genau dem Raum, was die Essenz seiner Musik ausmacht. Eine feine und unberechenbare Eigenwilligkeit, heißt es in der Vorstellung der Gruppe durch das Goethe-Institut. Also mich inspiriert ganz allgemein natürlich irgendwie die Musik von anderen Künstlern, sei es zeitgenössisch oder ältere Musik, klassische Musik, Popmusik, elektronische Musik. Also ich ständig an Musik hören und neue Sachen auschecken und transkribieren und genau, also da ist es schwierig dann zu sagen, wo jetzt konkret die Ideen herkommen, aber es ist einfach so von meinem Umfeld inspiriert mich, auch meine Mitmusiker inspirieren mich natürlich und genau, und die anderen beiden bringen eben auch von sich aus viel rein und so kommt dann so ein ganz eigener Mix dabei raus. Das aktuelle Festival ist bunt und bezaubernd. Das Trio spielte eigene Kompositionen, die die Freude und Bewunderung des Publikums weckten. Ich wollte einen sehr transparenten Klang erzeugen, wo man wirklich jedes einzelne Instrument in allen Facetten hören kann, wo die Trompete viel Platz hat, mit allen Schattierungen, wo man eben diese akustische Gitarre gut hören kann, ohne dass sie von irgendwas anderem zugedeckt ist und wo auch diese ganzen kleinen Glöckchen und Trommeln irgendwie schön zur Geltung kommen. Einfach ein ganz feines Musizieren. Genau, also irgendwie eine leise Band, die aber trotzdem eine gewisse Intensität hat. Danke an unsere Gäste aus Deutschland. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.